ich leide. Aber jetzt haben wir gleich im Skidepot am Rosenheim. Guten Morgen, meine Damen. Mein Name ist Max Wengiel. Ich bin Bergfotograf, Outdoor-Fotograf. Und heute machen wir Wetterhorn und Trilogie. Kombination von Wetterhorn, Mittelhorn und Rosenhorn mit Ski. 3000 Höhenmeter. Und ja, ich gehe mit ein paar ziemlich schnellen Herren. Mit dem Kriegel Maurer und Adrian Zurbrück, falls euch das was sagt. Und natürlich am Chris Moser und am Nikola Heiniger. Ich glaube, es ist eine ganz lustige Truppe. Schauen wir mal. Let's go! Guten Morgen! Bist du auch so ein Morgenmensch wie ich? So, sind wir hier in der Zahlsteffels Rosenaue. Das ist eine mautpflichtige Straße. Kostet, glaube ich, 8 Franken für einen Tag. Geht auch mit Kreditkarten. Ja, einfach, dass wir es wissen, wenn es das auffällt hier. Also gehen nach rechts zur Dostenhütte. Mhm. 1960 von zur Moräne, sieht man dort. Und jetzt geht es den Hang auf zum Pudua. Ah, raus aus dem Nebel. Jetzt gehen wir da auf. Way to the glacier. So, ist auf dem Gletscher, 2500 Meter. So, auf dem Gletscher, oben wird's flach. So, sind wir hier auf 2.8 und jetzt geht es dann auf, dann links rüber ums Eck, nach zum Wellhornsattel und dann dahinter ist das Wetterhorn, da ist das Rosenhorn. Let's go! Very hard.
So. Wenn wir das runter. Will noch einen Sattel. Oben Wetterlücke, Wettersattel, rechts auf dem Gipfel. Dreiviertel Stunde brauchen wir noch. Ach, ich leide mit den Herrschaften, die sind so schnell. Wahnsinn. Aber jetzt sind wir gleich am Skidepot. Der Doppel. Affe. Hä? Gut, hä? Oh yeah. Ja, Wetterhorn. Hüt. So, Wetterhorn-Gipfel. Hier ein Wahnsinnsblick runter zum Eiger. Wie geht's? Hey! Gehen wir dann auf zum Mittelhorn. Das ist da. Einfach rechts den Krater auf. Schaut schlimmer aus, als es ist. Kann man einfach aufhatschen. 50 Meter unterhalb vom Mittelhorn. Entweder das Kudor hoch oder rechts über den Grat. Je nach Spur und je nach Verhältnis. Ja, 50 Höhenmeter. Mittelhorn. Ja. Ein Höhenmeter und dann da vorne runter. Die Lücke aus dem Horn hoch. Da oben über den Sattel. Durch das Kudor da oben gehen wir auf. Die Piste. Kudor. Schön, hä? Huh? Ja, ne? Voll geil. Eiger?
von München Scheiß. Ha? Aber jetzt haben wir einen Skidepot. Noten haben. Und hier noch der Grat zum Gipfel, 100 Höhenmeter. Relativ einfache Kletterei, schöner Fels. So, Rosenhorn, danke fürs Warten. Puh, sweet. Hey, hab's noch geschafft. Oh, Trilogie komplett. Ja. Danke. Gehen wir wieder zurück zu die Ski. Dort da vorne. So, einmal noch aufhören zum Raupenhorn. Schön frittiert. Aber es sind noch 100 Höhenmeter auf zum Rempfenhorn. Eigentlich. Boah. Ja. Rempfenhorn. Wunderschön. Was sagst du? Tipptopp. Schön, ne? Gemütlich Samstagtürli oder was meinst du? Was sagst du? Ja, gemütlich. Gemütliche Tour. Gemütliche. Einfach gemütlich. Das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, waren wir ja auch gemütlich unterwegs und wir sind jetzt schon eine Stunde schneller unterwegs und haben noch einen Gipfel mehr. Also, weiß nicht, was gemütlich ist. Abfahrt. Jetzt geht's nur noch runter.
richtig mühsam. Jetzt bin ich wieder im Auto, hab die GoPro noch anstecken müssen. Wetterhorn-Trilogie ist sicher eine der schönsten Skitouren so im Berner Oberland und Zentralalpen. Was so Skihochtouren betrifft, sind 3000 Höhenmeter, 3 Gipfel, maximal 2 zum Klettern, 50 Grad zum Abfahren. Wirklich, wirklich toll. Man muss einfach zügig unterwegs sein und früh dran sein. Wer es nicht schafft, an einem Tag, dem empfehle ich ins Biwak zu gehen. Das ist rudimentär eingerichtet. Und ja, das ist eigentlich, sind so die Facts. Ich hoffe, das hat euch einen ganz guten Einblick gegeben, wie so die Tour ist. Nachdem das hier mehr deutschsprachige Leute betrifft, habe ich das Video jetzt auch mal in Deutsch gehalten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann macht doch einfach einen Daumen nach oben. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, auch bezüglich 2121, dann Kanal abonnieren. Und wenn ihr das macht, dann sehe ich euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.